Es ist einfach wichtig, dass wir den demografischen Wandel auch mitnehmen, auch im Fußballsport. Und im hohen Alter ist es natürlich in Regelmannschaften schwierig, 40, 50, 60, wer da nicht mal mitmachen kann, ist ausgeschlossen. Walking Football gibt allen Eingeschränkten oder Leute, die nicht mehr so beweglich sind, die Möglichkeit mitzumachen. Walking Football ist, wie es so in dem Namen steht, man darf nicht laufen, es ist halt Gehfußball, das heißt, es muss immer ein Bein mindestens auf dem Boden sein. Dazu darf man auch nicht über einen Meter Höhe schießen, beziehungsweise halt auch passen, je nachdem. Man sagt so ungefähr Hüfthöhe ist die maximale Regulierung und dazu sind die Tore noch kleiner, sie sind ein Meter hoch und drei Meter breit. Und ansonsten geht es einfach darum, Spaß zu haben. Genau. Ich bin begeistert, wenn ich sehe, wie die Resonanz heute ist zu unserem Pilotturnier hier Walking Football. Da sieht man auch, wie wichtig das Thema ist, Sport im Alter. Wer rastet, der rastet, kennen wir alle diesen Spruch. Ist ja auch so, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, Mitte 50, bei mir geht das auch los. Kann ich überhaupt noch mitspielen in den Regelmannschaften. Und deswegen haben wir auch geguckt vom Bremer Fußballverband, wie wir diese Veranstaltung hier auf den Weg bringen.